Wie finde ich Immobilien, die Top-Einkaufsquellen für Immobilien? Bankenverwertung. Und zwar gibt es Makler, die Bankenverwertung machen. Und zwar sind es Objekte, die häufig zu klein sind für eine Zwangsversteigerung, sich da nicht lohnen und die versuchen direkt auf den Markt zu drücken, wenn sie entsprechend einig geworden sind mit dem Verkäufer, denn das ist die Voraussetzung, dass ich entsprechend verwerten kann, dass der Verkäufer grundsätzlich einverstanden ist damit. Und klassischerweise passiert es bei kleineren Objekten, wo einfach das Zwangsversteigerungsverfahren sich zu lange zieht und sich nicht lohnt. Und deswegen wird eine Verwertung direkt vorneweg weggemacht über spezialisierte Makler, die Bankenverwertung machen. Die Verwertungsabteilung in Banken wiederum, dann hast du direkt von der Bank entsprechend hier den Fuß reinzukriegen über deinen Firmenkundenberater zum Beispiel, kann auch eine Strategie sein. Zwangsversteigerung, hier muss man sagen, in überlaufenden Märkten sind wir häufig 30% über dem Verkehrswert, der aber normalerweise sehr niedrig eben ermittelt wurde und auch meistens noch mal ein paar Jahre zurückliegt. Die Profis schaffen irgendwo, es bei jeder 20. Zwangsversteigerung zum Zuschlag zu kommen. Also ist eine Fleißarbeit hier notwendig. Das bringt noch ein paar weitere Themen mit. Es gibt separate Videos zur Zwangsversteigerung, wo man sich das genau anschauen kann mit den Vor- und Nachteilen. Entsprechend bestimmte Standorte und bestimmte Nischen funktionieren auch in Zwangsversteigerung heute noch. Eigentümerversammlung ist eine ganz tolle Möglichkeit, um entsprechend weitere Wohnungen zu erwerben. Du kaufst dich in eine große WEG rein, vielleicht sogar bewusst in eine große WEG eben in der einzelnen Wohnung, um dann eben die ganzen Eigentümer anzuschreiben. Hier ist es so, du kannst dir die Listen besorgen, du hast ein Auskunftsrecht, die zu bekommen, nicht die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse, aber die Adressen. Dann machst du eine Excel-Liste draus, Word-Serienbrief und schreibst die jedes halbe Jahr an. Und natürlich sammelst du bei den Eigentümerversammlungen auch entsprechend die Telefonnummern und E-Mail-Adressen ein für die Leute, vernetzt dich, sprichst mit ihnen und sprichst immer wieder an, dass du entsprechend gerne ihre Wohnung kaufen willst und penetrierst sie mit den halbjährlichen Serienbriefen entsprechend auch mit einem Kaufinteresse entsprechend. Versicherungsvertreter und Versicherungsmakler als Tippgeber sind natürlich auch eine super Zielgruppe, denn sie sind ganz nah am Kunden und bekommen da häufig sehr früh in einem sehr engen Vertrauensverhältnis viel mit. Dasselbe gilt auch für entsprechende Steuerberater, allerdings sind die häufig etwas verschlossener und nicht so offen wie ein Versicherungsvertreter, den man gegen eine Tippgeberprovision hier für sich gewinnen kann. Finanzvertriebler gehen hier auch, also Strukturvertriebler etc., auch die sind häufig sehr nah am Kunden. Hausmeister von der WEG ist natürlich ein toller Tippgeber, den man einbinden kann, der es auch mitbekommt, genauso die klassischen Handwerker. Hier besonders Heizungsbauer sind interessante Tippgeber, die man ansprechen kann. Schornsteinfeger sind sehr interessant. Dann gibt es eine Spezialstrategie, die wir im extra Video erklären. Das ist eine eigene Hausverwaltung zu erwerben oder einen eigenen Handwerksbetrieb eben zu erwerben, um darüber einen Dealflow zu generieren. Dann ganz allgemein, Kaffeefahrten sind interessant. Und hier gibt es sogar spezielle, zum Beispiel von Haus und Grund, wenn die entsprechende Ausflüge machen. Hier sind Vermieter organisiert. Da findet man natürlich ganz leicht Zugang an solchen Kaffeefahrten allgemein, wo ältere Leute einfach unterwegs sind, auch in Kirchengemeinden zum Beispiel, gemeinsame Kaffeenachmittage, hier sich drunter zu mischen und entsprechend dort nach Verkäufern zu suchen, kann sehr interessant sein. Nachbargrundstücke sind möglich, darüber eben eine Anfrage hinzubekommen. Hier hat man berechtigtes Interesse, wenn zum Beispiel irgendein Schaden droht oder was auch immer, muss man sich ein bisschen eine Story ausdenken, kann über das Grundbuchamt den Eigentümer rausfinden, wenn es die Nachbarn nicht schon von alleine wissen, entsprechend und dann Kontakt aufnehmen. Zeitungsanzeigen sind eins der Instrumente, mit denen ich Off-Market-Deals akquirieren kann. Lokale Zeitungen
und kostenfreie Wochenblätter, kostenpflichtige Mitteilungsblätter von den Gemeinden. Da ist es ideal mit kleinen Anzeigen, Familie sucht Haus, Suche Mehrfamilienhaus, ganz kurz und knapp, eher eben nicht professionell erscheinen, sondern eher wie ein Privatkäufer eben auftreten und dann einfach Leads generieren, eine Ortstelefonnummer über Zipgate schalten und dann eben durcharbeiten. Da kommt natürlich auch viel Blödsinn raus, aber es lassen sich hier schöne Off-Market-Leads immer wieder ziehen. Nestoria ist eine Metasuchmaschine. Metasuchmaschine bedeutet, ihr sucht über mehrere Portale hinweg und die ist kostenfrei, kann man online nutzen, Nestoria. Der Opportunity Finder ist auch ein Online-Portal. Hier kann ich Deals sortiert nach Rendite eben filtern in meiner Region, wo ich unterwegs sein will, ebenfalls kostenfrei. Kostenpflichtig ist die Software ImmoBingo mit 3O. Das war ehemals Imtect und ist jetzt also vom Hersteller zurückgekauft worden und steht zur Verfügung für etwa 700 Euro im Jahr. Hier ist es so, dass es also eine Suchsoftware ist, wo du bestimmte Regionen eben einstellen kannst. Dann werden die Portale gecrawlt und du kannst eben wieder sofort benachrichtigt werden und hast hier eben keinen Zeitverzug entsprechend drin. Immoinfo.de ist ein Abo, da kannst du lokale Tageszeitungen gecrawlt bekommen. imv-online.de genau dasselbe, ebenfalls auch mit Tageszeitungen und crawlen. Und die haben auch eine gewisse Historie, wo sie dokumentieren, ist zum Beispiel eine Preissenkung bei einer Immobilie passiert. Generell schreibt völlig überteuerte Immobilien nicht ab. Die werden am Schluss häufig deutlich unter Preis verkauft, nachdem sie so lange am Markt kaputt gemacht wurden. Es ist also wichtig, wann und wie oft sind Preissenkungen entsprechend erfolgt. Und dann hast du da natürlich nochmal die Basis für zusätzliches Vertrauenspotenzial, wenn es lang am Markt ist, hier dann am Ende nochmal mit einem entsprechenden Preis reinzugehen. Und auch generell einfach viele Angebote abgeben. Und wenn es auch mit schlechten Quoten zu tragen kommt, immer wieder klappen auch dreiste sehr niedrige Angebote entsprechend. Farming allgemein bedeutet einfach den Markt bearbeiten. Das heißt, sich bekannt machen, netzwerken, in der Region, wo man tätig ist, selber von Hand Flyer austeilen in den entsprechenden Häusern, die interessant sein können. Und mit den Leuten auf der Straße einfach ins Gespräch kommen, sich über Vereine mit anderen vernetzen und einfach bekannt sein wie ein bunter Hund, wie ein Makler letztlich agieren. Social Media ist natürlich auch ein toller neuer Kanal, Pressemitteilungen generieren, Ankaufsmitteilungen, eine kleine Homepage haben, eine Visitenkarte und bei jeder Gelegenheit hier das auch entsprechend an die Leute verteilen, eine E-Mail-Signatur drin haben, überhaupt ein Ankaufsprofil mal auszuformulieren. Immer mal wieder gibt es auch Einkaufskooperationen am Markt, da tun sich eben mehrere Immobilieninvestoren zusammen, um zusammen entsprechend Leads zu generieren. Immobilienmakler sind natürlich nach wie vor die Einkaufsquelle und hier ist es eben häufig nicht die Deals, die online stellen, sondern auf die Suchliste kommen der Immobilienmakler, ins Gespräch kommen mit ihnen, zeigen, du bist professionell, du kannst schnell abwickeln und dann eben schon die Deals zugeschickt bekommen, bevor sie auf die Portale geht, sodass man vorneweg schon kaufen kann und frühzeitig eben entsprechend angesprochen wird. Auch immer wieder den Kontakt halten, immer wieder Präsenz zeigen und wenn man mal ein Objekt zu verkaufen hat, es dem Makler geben, dass man Gegengeschäft verursacht, beim Flippen besonders interessant, eben das Erstgeschäft zu machen und das Zweitgeschäft direkt zu versprechen, um hier auch sich nochmal abzusetzen vor der Masse.